Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten kleinen Video zu Dead by Daylight. Mittlerweile bin ich schon auf Rang 17 als Killer und macht mir mega Spaß, den Killer zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mir hier, oder habe mich ein bisschen mehr beschäftigt mit dem Geist. Und was ich mir gerne wünsche von dem Video ist, wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, was ich so besser machen könnte, oder dass ihr gleich seht, oh, der Roman hier, da baut er ganz schön Scheiße. Das könnt ihr lieber so machen. Das würde mich super freuen, wenn ihr da ein paar kleine Hinweise für mich habt. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, nicht mehr so viel am Haken zu campen. Das habe ich am Anfang gemacht. Aber ich habe festgestellt, es bringt wirklich nicht so viele Punkte. Es ist also wirklich besser, die Leute die ganze Zeit zu jagen. Ich habe den Haken natürlich immer so ein bisschen im Blick und so, aber habe da auch ein paar Videos gesehen von einem, der schon auf Rang 1 spielt halt, ne? Und der ist die ganze Zeit unterwegs. Der lässt die Leute nie in Ruhe, der macht hier Psychoterror. Ja, was ich gerade merke ist, ich habe die Map noch nie gespielt. Okay, er killt sich einfach selber, gut. Ja, ich habe die Map noch nie gespielt, ne? Merke ich gerade. Das gibt's ja gar nicht. Auf jeden Fall finde ich den Geist absolut overpowered. Ohne Scheiß. Also, sich unsichtbar zu machen, dann hier rum zu sneaken einfach, und du kannst ja suchen in aller Ruhe. Hier, siehst du? Das finde ich so heftig. So, ich habe immer noch ein bisschen Probleme beim Verfolgen und so. Ich verliere die ganz schön oft aus den Augen. Aber es läuft bisher in dieser Runde. So, komm, 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 werde ich nicht so doll. Ja, weil ich am Anfang dachte ich halt, es ist auch das Allerwichtigste, dass alle hier sterben. Aber das ist gar nicht so wichtig. Weil es gibt auch nicht so viele Punkte, habe ich festgestellt. Sondern du kriegst mehr Punkte, wenn du die Leute eigentlich jagst die ganze Zeit. Und lass sie halt am Haken zappeln, ne? Sie haben ja das Problem, während der am Haken hängt. Ich kenne die Map nicht, ne? Was ist denn hier los? Mittlerweile eigentlich schon 20 Runden gespielt. So, als Survivor habe ich mich auch ein bisschen versucht und so, aber lief nicht so gut, muss ich sagen. Ich finde auch, war doch hier was, oder? Ich finde doch, es ist deutlich stressiger. Das gibt's da nicht. Was ich halt ein bisschen scheiße finde an dem Spiel ist, dass es keine Zeitbegrenzung gibt oder irgendwas. Weil das hatte ich schon einige Runden, dass die Leute... Aua, hier. Dass die Leute einige Runden gar nichts gemacht haben, ne? Und dann steht die da in irgendeinem scheiß Schrank oder so und du weißt ja nicht in welchen. Tja, und dann muss ich halt das Spiel verlassen nach einer halben Stunde, ne? Hast halt nicht gefunden. Da, die andere. Meine Güte. Jetzt habe ich mich erschrocken vom Opfer. Überleg dir mal. So. Oh, das wird eine gute Runde, Leute. Das wird eine gute, schnelle Runde. So, haben wir jetzt einen Haken in der Nähe.
Ja, hier. Oh nein. Scheiße. Ah ja, du kommst eh nicht weg, Mädel. Jetzt ist hier kein Haken. Oh Mann. Da gibt es irgendwie auch so einen Perk oder so, dass du die dann vor Ort gleich töten kannst, habe ich irgendwie gesehen. Oder vielleicht ist es nur von Michael Myers. Nee. Na, wartet. Ihr Dreisten. So dreist. Ja, das hatte ich einmal, da hat er mich gebodyblockt oder so vor dem Haken direkt, ne, dass ich den nicht aufhängen konnte. Ja, das war auch unfassbar dreist. So, eigentlich, ich habe aber eigentlich auch eine Fähigkeit, dass ich die halt sehe, wenn sie verletzt und unsichtbar irgendwo sind. Auf Fluchtversuch, guck. Na, na. Block des Todes, Leute. Die letzte Stunde. Ja, und das ist halt eigentlich gewonnen, das Spiel, ne? Wenn du mal überlegst, es sind jetzt drei tot. Sie muss jetzt noch... Okay. Na, warte mal. Sie muss jetzt noch drei Generatoren reparieren. Also hat sie eigentlich keine Chance. Das finde ich halt so krass beim Geist, ne? Guck da ist er. Du könntest dich jetzt einfach unsichtbar machen. Und halt die ganze Zeit warten, bis sie einmal... Boah. Was? Na, ich will sie jetzt erstmal sterben sehen hier. Könntest du halt die ganze Zeit warten, bis sie einmal failt? Alter, okay. Sie ist anscheinend abgehauen durch die Fallluke oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das genau bringt, das könntet ihr mir auch mal sagen, das wäre cool. Ob die dadurch nur ihre Fähigkeiten retten, ihre Add-ons oder so. Aber ja. Und guck mal, und das zum Beispiel, du hast eigentlich eine gute Runde gespielt. Okay, Rang 16 Killer. Du hast eigentlich eine gute Runde gespielt als Killer, aber... hast kaum Punkte gemacht, ne? Und jetzt hat die hier, ich glaube, das war die bestimmt, sogar noch mehr Punkte als ich. Ja. Bisschen komisch immer die Rechnung. Und dann habe ich mal eine Runde gemacht, da habe ich die Leute nur gejagt und gehetzt und das gab halt bei weitem mehr, ne? Als wenn da einer am Haken verreckt oder so. War halt egal gewesen. Ja, Leute, danke. Also ich bin über jeden Tipp dankbar. Ich sag's nochmal, wenn ihr Erfahrung habt mit dem Spiel. Wäre super. Ansonsten danke ich euch erstmal fürs Einschalten. Hoffe, hat euch gefallen, eine kleine Schlachterei hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.